Was behauptet, es geht in die Frage, ob die diplomatischen Beziehungen der Türkei überhaupt beleidigungswert sind. Und darum geht es nicht. Es geht darum, in diesem Fall, ob die Bundesregierung diese diplomatischen Beziehungen als so wichtig ansieht, dass sie bereit ist, dafür das normale deutsche Rechtssystem außer Kraft zu setzen und ein Spezialfall im deutschen Rechtssystem zu schaffen. Und das ist die eigentliche Frage. Und das sagen wir, wollen wir nicht. Du hast außerdem gesagt, dass der Deal mit Erdogan, mit der Flüchtlinge, dass es alles in Gefahr ist, weil Erdogan beleidigt wird. Und Erdogan hat ja auch sehr viel verdient in diesem Deal. Es geht über die Zahl Milliarden in die Türkei. Und wir glauben, der Erdogan, das werden wir auch erklären, ist er nicht irgendein Verrückter, der wegen persönlicher Beleidigung plötzlich seine Machtbasis und das basiert ja auch darauf, dass er die Türkei wirtschaftlich vorangebracht hat, außer Acht gibt. Persönliche Würde ist nichts Verrücktes. Genau. Dann, ich möchte jetzt noch mal kurz erklären, warum wir diesen Paragraphen eigentlich haben. Wo kommt der historisch her? Es ist ein Paragraph, der historisch sehr sinnvoll war. Es gibt da nämlich zum Beispiel einen sehr schönen Case, Deutschland 1871, die sogenannte Emser Depesche. Dort hat Bismarck, damals regiert in Deutschland, ein Bericht über ein Treffen mit einem französischen Abgesandten so gekürzt, dass am Ende so aussah, als sei der französische König beleidigt worden. Das hat dazu geführt, dass der deutsch-französische Krieg ausgebrochen ist. Also hier gab es wirklich eine Beleidigung, eine mögliche Beleidigung des ausländischen Staatsraums, und da ist ein Krieg deswegen ausgebrochen. Und das war damals sinnvoll. Und damals war es so, der Monarch, der war ein Staatsoberhaupt von Gottes Gnaden. Der war eine sakrale Figur. Und wenn man den beleidigt hat, dann hat man die Ehre des Landes angegriffen. Heutzutage ist das eben nicht mehr so. Erdogan ist ein ganz normaler Mensch, der irgendwie übersagt wird. Er ist als normaler Mensch geboren. Er steht nicht über den Menschen, er ist nicht in irgendeiner göttlichen Form geboren. Er ist ein ganz normaler Mensch. Dieser ganz normale Mensch ist in seinem Leben, bevor er Präsident der Türkei wurde, sicherlich schon viele Male beleidigt worden und ist auch danach noch beleidigt worden. Und es ist nichts Spezielles, nichts anderes, diesen Menschen, weil wir sagen nicht, dass man ihn beleidigt, sondern es ist nichts anderes, als man diesen Menschen beleidigt, im Vergleich dazu, ob man einen normalen Bürger beleidigt. Denn wer ist dieser Erdogan? Der ist ein Machtpolitiker. Erdogan ist eben nicht wie ein König eingesetzt worden und kann sich das leisten, zu sagen, ich regiere sowieso, ich kann auch meine Würde ist heilig und ich führe jetzt einfach mal einen Krieg, weil man mich beleidigt hat. Erdogan ist an die Macht gekommen, indem er eben Realpolitik betrieben hat, indem er sich gegen Konkurrenten löst, indem er clever gehandelt hat. Und deswegen ist dieser Erdogan nämlich auch in der Lage, persönliche Beleidigungen oder sowas mal wegzustecken, wenn es realpolitisch ihm hilft. Und der Punkt ist, wir glauben nicht mal, dass Erdogan sich wirklich beleidigt fühlt. Dieses Gedicht ist ja am Anfang nicht als beleidigt präsentiert worden, sondern es ist so präsentiert worden, das wäre ein Gedicht, dass man, wenn es ernst gemeint wirklich beleidigt gewesen wäre und nicht nur irgendwie dieses Beispiel, dass man dann so nicht hätte halten dürfen. Was ist also? Erdogan nutzt diese ganzen Beleidigungsprozesse. Er nutzt sie aus, indem er im Inland die Opposition zu unterdrücken und die Pressefreiheit zu unterdrücken, indem er jeden, der ihn kritisiert, behauptet, ja, der hat die Beleidigung, ich führe seinen Beleidigungsprozess gegen ihn. Und wir glauben ihm, nämlich, dass er jetzt genau das Gleiche machen wird. Er will diese Beleidigung als Vorwand nutzen, um eben international seine Position Deutschland unter Druck zu setzen, inhalt für seine Position im Vergleich zu Deutschland zu stärken. Und das wollen wir nicht. Und ihr war, ja, deine Frage. Ja, denkst du, dass für Erdogan realstrategisch wichtig ist, dass die Kraft Jan Böhmermann aus dem Weg zu setzen oder ist nicht vielmehr noch die persönliche Angriffsfläche? Nein, natürlich nicht, aber es geht ja nicht um Jan Böhmermann. Es geht darum, dass Erdogan, wenn er jetzt hier durchkommt, zeigen kann, seinen Volk präsentieren kann. Ja, aber ich habe die deutsche Regierung dazu was gebracht, etwas zu machen, was ihr eigentlich gar nicht wollt, denn die öffentliche Meinung in Deutschland ist klar gegen diesen Paragrafen. Das heißt, ein machtpolitischer Sieg für Erdogan. Und ihr habt es immer so dargestellt, als sei es wichtig, dass die Gerichte über sowas entscheiden. Aber das ist doch sowieso, er hat das Verfahren doch gestellt. Es ist doch ein Verfahren, ein Strafantrag gestellt worden, auch ein normaler Strafantrag. Das heißt, die Gerichte hätten sowieso darüber entschieden, ob das ein beleidigendes Verfahren war. Und das Einzige, was jetzt gemacht wurde von Merkel, sie hat ein besonderes Verfahren gehabt, das im Zweifel ein höheres Strafmaß vorsieht. Und damit hat sich Erdogan über die normalen Menschen gestellt. Und damit setzen wir ein ganz schlechtes Zeichen darauf, wie wir sind. Denn was machen wir eigentlich? Wir legitimieren damit nicht Erdogan. Erdogan vertritt nämlich im Inneren genau diesen Kurs. Er will sich erst auf dem Weg von einem ursprünglich mal demokratischen Politiker sich so zum Sultan der neuen Sultan der Türkei zu machen, zum Diktator zu machen. Das heißt, er ist dabei, in seinem Land anzufangen zu sagen, ich stehe über dem Gesetz. Das Gericht, der hat sich konkret gegen die Urteile seines eigenen Gerichtes ausgesprochen und gesagt, es hat hier nicht folgen müssen. Er versucht sich über das Recht in seinem eigenen Land zu stellen. Und was wir jetzt gerade tun, ist, wir zeigen, jawohl, wir stellen Erdogan auch über das Recht oder das normale Recht, das für jeden Bürger in Deutschland oder für jeden anderen Menschen der Welt gelten würde, nämlich das Recht, dass ein Deutscher, wenn er sich beleidigt fühlt, einen Strafprozess nach einem normalen bürgerlichen Paragrafen für Beleidigung führen lassen kann. Wir zeigen also, ja, das Erdogan, der hat Recht, der steht wirklich, ihr seid die normalen Bürger, wenn ein normaler Türke beleidigt worden wäre, dann hätte der einen normalen Strafprozess in Deutschland führen müssen. Und dieser Erdogan, der darf etwas anderes. Und das wollen wir eben nicht zeigen. Das ist ein völlig falsches Signal für die Türkei. Es gibt
Es geht nicht um die Institution, es geht darum, dass hier ein Politiker seine Macht vergrößert oder ein machtpolitisches Spielchen betreibt. Es ist ja nicht die Institution, es ist der Staatspräsident der Türkei, der da vorne ist, konkret ein Diskurs beleidigt worden. Das heißt, wir wollen das Signal setzen, dass Erdogan ein ganz normaler Mensch ist und dass er eben sich nicht alles lassen kann, dass er sich nicht über das Gesetz stellen kann, dass für ihn keine anderen Gesetze gelten als für alle anderen Menschen. So. Dann möchte ich mal kurz darauf gehen, was wäre das denn gewesen? Faktisch, das habe ich schon gesagt, hat sich nichts geändert. Der Prozess und diese Beleidigung wäre geführt worden, nur vor einem anderen Paragrafen. Das heißt, es ging ja ausschließlich ein Signal. Was die deutsche Regierung hätte tun können, sie hätte ein Signal setzen können für die Kunstfreiheit, für die Redefreiheit, die immer mehr bedroht sind in der Welt, die von Islamisten bedroht wird, die in Deutschland und von denen wieder bedroht wird. Alle Leute glauben nicht mehr an die Pressefreiheit, sprechen sagen sie in der Presse, sie lügen, sie glauben eben nicht mehr wirklich dran. Und das ist ein Problem. Und dieses Signal, das wäre ein wichtiges Signal gewesen, dass ich jetzt jemand hinstelle, sagt, die Pressefreiheit ist wichtig und wir schützen die Pressefreiheit. Wir stellen uns vor diesen Böhmermann und sagen, ja, Pressefreiheit ist etwas wichtig. Da möchte ich noch ganz kurz auf einen letzten Punkt eingehen. Die Deutschen, Erdogan, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist eben auf dem Weg, dort ein Diktator zu werden in der Türkei. Und die Deutschen haben eine ganz besondere Verantwortung dafür, Demokratie in der Welt zu fördern. Denn die Deutschen sind zweimal nach dem ersten und nach dem zweiten Weltkrieg von außen Demokratie gebracht worden, weil die andere Leute die Demokratie mit Waffengewalt verteidigt haben. Und die Deutschen tun in der Welt aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen sehr wenig, um Demokratie zu fördern. Sie tun das nicht in China, wo sie die Menschenrechtsverletzungen nicht anklagen, wenn sie die deutschen Autobauer weiter verkaufen dürfen. Sie tun das eigentlich, wenn sie verkaufen weiter und machen in Saudi-Arabien. Und der Punkt ist, dort Menschenrechte zu verteilen, dort Demokratie zu verteilen, sondern das wäre schwierig. Da müsste sich die Regierung, müsste die fremde Regierung für die Politik, die sie in ihrem eigenen Land betreibt, kritisieren. Und das ist wirklich ein diplomatisches Problem, Leute dafür zu kritisieren, was sie in ihrem eigenen Land tun. Was wir dagegen haben, ist, hier ging es um einen Fall in Deutschland. Hier ging es darum, dass ein Deutscher Erdogan kritisiert hat und dass die Regierung einfach nur hätte sagen müssen, jawohl, in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit und in Deutschland kann man solche Prozesse, man sich da normal machen, in Deutschland kann sich ein Diktator nicht über normale Menschen stellen und hier irgendwie von einem anachronischen Paragrafen, der sowieso abgeschafft wird, sondern auch. Sie hätte diesen Paragrafen einfach abschaffen können, dann hätte Jan Böhmermann dann nicht mehr verurteilen werden können und dann hätte diese ganze Entscheidung nicht mehr getroffen werden müssen. Ich glaube eben nicht, dass der Erdogan deswegen komplett diplomatische Beziehungen zu Deutschland abgebrochen hätte. Und deswegen ganz dafür ist es. Thank you.